Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Part hier zu unserem OMSI 2 Bus-Simulator auf der BRT Berlin-Strecke. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gucken uns heute die Linie 626 an. Die ist tatsächlich echt interessant geworden. Ja? Also das muss ich mal lassen. Das haben wir uns natürlich bereits schon im Livestream angeguckt. Fahren das Ganze hier natürlich mit dem C2, der mitgeliefert wird in einem Regiobus Repaint, also hier weiß, grün, blau. Dementsprechend, ja, fehlt aber natürlich die ganzen Schriftzüge oder sonst irgendwas. Ne? Hat man natürlich keine Lizenzen dafür gehabt, deswegen hat man einfach nur ein bisschen Farbe den Pinsel geschwungen und dann dementsprechend halt das Ganze dementsprechend angepasst. Wir starten hier am Betriebshof in Stahnsdorf und ja, werden jetzt Richtung Teltow fahren und ja, lassen wir uns hier dementsprechend halt überraschen. Wie gesagt, die Linienführung ist komplett verändert worden von der 625, 626. Dementsprechend ist das hier der fiktive Fahrplan, den wir hier haben. Also im Jahre 2020. So weit, so gut. Wir würden mal sagen, wir springen mal rein und dann dementsprechend werden wir das Ganze jetzt auch ein wenig aufrüsten. So, los geht's. Und damit starten wir die Möhre. Ja, natürlich Berlin BRT hier drin, ne? Aber ich finde, das ist okay. Ja, das stört mich persönlich jetzt nicht, dass es da ist. So, jetzt müssen wir erstmal warten, wieder bis das AFR da wieder mal wieder zu Potten kommt. Ja, und sonst sehen wir hier, ne? Also hat sich hier nichts groß verändert. Texturen halt und so weiter und so fort sind alle gleich geblieben. Aber auch weiterhin hier natürlich 32 Fahrgäste und sonst irgendwas. Also das ist schon ein bisschen mau. So. Atron bootet. Müssen wir ein bisschen warten, haben wir noch ein paar Minütchen. Ganze Fahrt dauert irgendwie was mit 15 Minuten oder irgendwie. Und ja, wie gesagt, also man hat hier natürlich neue Objekte gesetzt. Deswegen ist die Route tatsächlich interessant geworden. Ja? Also sonst bist du ja hier immer durch so leere Felder gefahren, hattest bloß eine Straße. Jetzt sind aber rechts und links immer so ein paar Gebäude dazu gekommen. Und interessanterweise auch zum Beispiel Pflanzenkölle oder sowas, ja, ist jetzt mit dabei. Und das ist natürlich ein Grund, weil, dass wir uns das Ganze hier dementsprechend mal angucken. Ich weiß gar nicht, im Original auf X hin sind wir die Tour, glaube ich, nicht gefahren. So, dann müssen wir die Karte hier drauflegen. Systemkarte einlegen, ja, oder anlegen. Lesen. Und dann sollte es gleich losgehen. 4, 3, 2, 1, Mainz. So, 626. 626 und die Route 1 haben wir hier. Stahnsdorf Betriebshof, wundervoll. Route übernehmen. Dementsprechend sind wir jetzt auch fertig hier. Und machen wir einfach mal erreicht jetzt hier. So. Das passt doch. Schönes Bildchen mit rein und dann haben wir es. Können wir den Bus starten und losfahren. Uhrzeit stellen wir dann an der Haltestelle vor. So, dann erstmal einen Rückwärtsgang rein. Licht an, rückwärts rausfahren. So, und damit. Geht's raus aus dem Betriebshof Stahnsdorf. So, grüß euch, viel Spaß euch noch. Ja, reingeschnuppert. Machst du Schranke auf? Nö, nö, willst nicht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Hallo? Gehst du auf? Du sollst aufgehen. Geht nicht auf.
Aha. Also im Livestream sind sie aufgegangen, ohne Probleme. Oh, das ist auch wirklich knapp, wie ich davor stehe. Aber ja, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Na toll. Macht mir keiner auf hier. Ich kann nicht arbeiten. Gibt's doch nicht. Oh. Haben wir den Motor abgesoffen. Ja. Wieder Einbahnstraße. Aber was willst du machen, wa? So, gehst du jetzt auf? Wahnsinn! Ist ja nett von dir. So. Gut, dann können wir die Zeit vorspulen. 1, 2, 3. Wundervoll. Mit dem Kollege mit, dann können wir weiterfahren. Betriebshof. Briefzentrum. Briefzentrum, die Deutsche Post. Enzianweg. So, rein, 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 rein. Green Park. Reisig hier. So. Ob man hier zum Beispiel auch nicht die Originalhaltestelle genommen hat, sondern hier jetzt hier diese Standard-Spandau-Haltestellenschilder. Hat man keine Lust gehabt, da die Schilder neu aufzustellen. Schenkendorfer Weg.
Gerade gesehen, dass wir viel zu schnell wieder waren. Können wir schon wieder 2 Minuten vorspulen. Das heißt gleich wieder, wir waren wieder zu früh unterwegs oder sowas. Zu früh? Wollen wir ja nicht. Ja Leute, das ist immer noch die Karte X10 hier. Wenn man es kaum glauben mag. Ruhlsdorf. Schön über Bordstein gefahren hier, der LKW hier. Großartig läuft bei dem. Machen hier. So. Achso, der liegt da unten drin. Aha, okay, das ist natürlich praktisch. Tatsächlich könnte das hier schon wieder eine absolute Lieblingsstrecke für mich werden hier, die 626. Und zwar ist ja die 601X1. Uiuiui. Wir waren es nicht. genau. Wie gesagt, sonst war es ja immer die 601X1. Aber tatsächlich gefällt mir die hier auch echt gut, ja. Achso, hier ist sogar nur 30. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie halt nicht den ganzen Tag fährt, sondern immer nur zu Morgens- und Abendstunden. Aber die macht hier schon wirklich, wirklich mega Laune, die zu fahren hier. An den Eichen. Vielleicht diese Fehlermeldung, also die Meldung, dass wir jemand verunfallt sind. Da ist er. Bist du schon gesetzt? Deutlich schneller. Ach ja, um sie. Fliederstraße.
Eichenstraße. Lilienstraße. Oh, sind wir jetzt schon an dem Ding schon vorbeigefahren? Nee, oder? Nee, oder? Ich hätte nicht drauf geachtet, wa? Ah, verdammt. Boah, das hättest du doch locker geschafft. Fahr. Du schaffst es, wir glauben an dich. Ah ne, da kommt Pflanzenkiller. Da ist es. Ja, also schon cool gemacht, dass es jetzt auch mit drin ist. In der Originalversion, glaube ich, ist das nicht mit drin. Das Pflanzenkiller. Da fährt Frau immer hin, wenn sie mal Langeweile hat. Die haben eine verdammt tolle Weihnachtsstadt immer. Ja, also wenn ihr mal zu Weihnachten da mal hinfahren wollt oder sowas, dann kann man es echt empfehlen. Die Weihnachtsstadt, die sie da mal aufbauen, die ist großartig. Ob ich den richtigen Hof ausgewählt habe, macht er jetzt schon wieder hier nicht. Ja, siehste, gibt's halt nicht. Gibt nicht mal richtige Umläufe hier. Ei. Wir müssen halt die Hofdatei müssen sie richtig anpassen hier. So, haben wir Telto Stadt. Endhaltestelle, alles aussteigen, raus mit euch. Ja, also die Linie, die ist ziemlich cool geworden, ja. So, alles okay, perfekt. Tutti Frutti. Was macht er jetzt? Gibt er uns eine weitere Tour oder was? Also bei die 6,25. Okay. Mal gucken. So, Linie 6,25. Jetzt.
6, 25, 2. Hätte bestimmt der Postviertel. Wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier zum Beispiel eintippen sollte. Ah, hier erstmal auf Telto Stadt nach Telto Stadt. Oh. Na ja, gut. Mal gucken. S-Bahnhof. Teltowstadt, Marloer Straße. Muss ich denn jetzt hier hin? Ah ja, okay, geradeaus weiter. Ich bin jetzt noch nicht gefahren, mal gucken. Das ist jetzt mein erstes Mal jetzt, die mal hier abfahren. Ah, okay, die geht nach rechts jetzt, ja. Okay. Scholstraße. Beethovenstraße, Kita. Als 30er-Zone hier eigentlich. Das ist jetzt hier eigentlich rumkrauchen. Rechts vor links sogar Spielstraße hier. Eieieiei. Ach, falsch gefahren. Oder? Nee. Ich glaube, ich hätte hier geradeaus weiterfahren müssen.
Viertel Paul-Linke-Straße. Ich fahre doch echt keine Autos mehr hier. Und Fußgänger stehen ja auch so gut wie keine mehr. Beethovenstraße, Kita. So. Oskar-Pollner-Straße. Anne-Frank-Schule. Wow, wir haben mal wieder einen Fahrgast. Schon wieder am Ende hier, die Ansage, toll.
So Leute, haben wir nochmal eine schnelle Tour hier zu Ende gefahren. Wundervoll. Zweimal zu früh, ja klar, weil wir da jetzt einfach ein bisschen weiter gesprungen sind. So, wie wird es jetzt weitergehen? Ah, jetzt geht's wieder zurück, Bürgertreff, okay. Ja, interessante Linienführung auf jeden Fall, dass man hier mal eben schnell diese ganzen Linien hier so einfach wechselt. Also haben wir uns jetzt zumindest die 626, die 625 jetzt mal angeschaut hier und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein absolutes Highlight jetzt hier. Wäre für mich jetzt so absoluter Kaufgrund, ja, das Ganze hier fortzuführen, warum ich Berlin BRT jetzt eigentlich ziemlich cool finde. Dieser fiktive Fahrplan hier, den man hier gemacht hat mit der 625, 626. Also ersetzt für mich so ein bisschen gerade X101 X1, weil ich das hier schon ziemlich cool finde. Aber auch weiterhin bleibt die 601 X1, ne? Das ist auch eine absolut traumhafte. Deswegen, eigentlich bin ich jemand, der braucht eigentlich ein Telto Addon. Ja, also wer irgendwann mal Bock hat dazu, ja, ein Telto zu bauen, bitte, ich würde mich mega drüber freuen. Und ja, was gibt es hier sonst noch zu sagen? Eigentlich in der Regel nicht mehr viel. Abschließend dazu möchte ich einfach sagen, wie gesagt, 15 Euro oder wenn ihr das Ganze bei unserem Partner Games Planet kauft für 12 Euro ein paar zerquetschte oder was es da sind, macht ja in der Regel eigentlich nichts verkehrt. Wie gesagt, zwei Busse sind mit dabei hier, der C2, der leider noch ein bisschen fehlerhaft ist, der MAN-DL05, der dabei ist, halt aus dem Standard X10-Addon. Und sonst habt ihr hier eigentlich reichlich zu fahren und das für, ja, gerade mal 13 Euro. Finde ich, ist das schon eines der günstigsten DLCs, die man so bekommen kann hier in OMSI, ja, wenn man sich mal so ein bisschen umguckt. Allerdings, wie gesagt, fiktiv, ja, denn man muss das Fiktive mögen. Wem das Ganze halt nicht liegt, der muss halt auf das Original X10 zurückgreifen. Aber auch da könnt ihr ein paar Prozent sparen, wenn ihr das Ganze auf Games Planet kauft. Wie gesagt, Links sind unten in der Videobeschreibung drin. Und das ist so mein Fazit. Am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch gewesen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch nicht mit sehr hohen Erwartungen rangegangen. Aber eigentlich wurde ich jetzt nicht groß enttäuscht, sage ich jetzt mal. Ja, und so, das war es eigentlich so von meiner Seite hier. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Part hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge OMSI. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich, sage tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.